Wir kotzen einfach mal. Oh, jetzt pinkel ich. Das war falsch. Ich würde sagen, wir kotzen einfach mal. Und gucken mal, was passiert. Weil manchmal ist es ja so, wenn man kotzt, geht es einem danach besser. Ja. Ja. Was ist jetzt Davitation? Das sind alles so Fachwörter, glaube ich. Warte mal, ich google das nebenbei immer. Nicht, dass man sich wundert. Das ist jetzt, guck mal. Wir haben jetzt nur noch die Hyperthermia, also Fieber. So ganz diesen Begriffen. Ja klar, Hunger, Phase 4. Guten Morgen. Ja, so, dann werden wir noch mal was essen. Jetzt ist aber die Frage, ich weiß nicht, ob das schon durch ist hier. Aber hier steht Eat. Also eaten wir das mal. Dann essen wir mal alles. So, jetzt haben wir nur noch 4. Gut, dann hätten wir das. Da haben wir nämlich irgendwelche Pillen genommen, die nicht gut sind. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, wie wir echt und es wird dunkel. Ich versuche noch mal was zu bauen. Wir brauchen auf jeden Fall noch mal ein Shelter, würde ich sagen. Dazu benötigen wir 10-mal das ganze Kram. Aber ich brauche mal meine Axt. Wobei, ich habe eigentlich noch genug zu essen. Kann ich den Baum eigentlich auch mit dem Messer fällen? Nee, das geht nicht. Aber das Shelter ist ja sehr schnell gemacht. Was brauche ich nochmal fürs Shelter? Was hatte ich gesagt? 6-mal kleiner Stock, 10-mal langer Stock, 2-mal Seil. Für Seil benötige ich 5 lange Stöcke. Gut, was haben wir jetzt hier? Kleine Klamotten. So, gut, okay, dann packe ich das Messer mal weg. Und packe jetzt hier. Ne, wir machen das cleverer. Warte mal. Da gibt es doch noch Punkte für. Bundel Holzstöcke. 5 Stück. Aber wir haben jetzt nur 4, ist ja egal. So, und das packen wir jetzt in der Hand. Take in Hands und bringen das dahin, wo es hin soll. Und zwar lassen wir das jetzt hier fallen. Und hier ist quasi unser Lager. Das ist jetzt kleines Bündel Holzstücke, genau. Das ist jetzt unser Lager. Wir müssen jetzt noch ein paar mehr sammeln. Hier waren noch, glaube ich, noch ein paar irgendwo, wenn ich mich nicht täusche. Auch wenn wir Fieber haben, wir müssen leider arbeiten und müssen leider gucken. Alter, das wird immer interessanter hier. Das Let's Play, also Respekt. Und was wir jetzt rausgefunden haben schon. Hier sind alles nur kleine Dinger, ne? Okay, wir können auf jeden Fall immer Bundel bauen. Das ist schon mal viel wert, das zu wissen. Das mit dem Selecten ist auch schon mal viel wert zu wissen. Da muss man erstmal drauf kommen. Das ist gar nicht mal. Was habe ich jetzt gemacht? Achso, ich habe mir was durchsucht. Das ist gar nicht mal so einfach. So. Inventar packen wir daneben. Jetzt brauche ich mal einen großen Busch. Das sind alles nur kleine Büsche. Da oben sind welche.
Ich bin gerade so, wie nennt man das? Perplex, was alles geht. Ich wäre fast gestorben. Und da kann ich nur suchen. Zerteilen. Ich wäre echt fast gestorben. Eins, zwei, drei, vier. Können wir hier auch noch was zerteilen? Ja, jetzt zerteilen wir auch noch mal. So, jetzt brauchen wir Handwerk. Können wir noch mehr machen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich hoffe, das geht jetzt auch mit 7. Jetzt bin ich mal gespannt. Nee, geht nicht. Es geht nur mit 5. Okay. So, was bringen wir jetzt zurück? Oh, hier der Sonnenuntergang, ne? Ah, das ist einfach nur geil. Bin dann mal gespannt, wie lange das Lagerfeuer brennt, ob wir das durchhalten können. Und was mich auch noch interessiert, ist das Schlafen. Ob man irgendwie schlafen kann. Also das finde ich zum Beispiel cool mit diesen Bündeln packen. Dann ist es viel einfacher, was zu bauen. Was sagt denn eigentlich unser Dings? Also ich würde sagen, wir nehmen noch mal aus vorsichtshalber das Antibiotikum. Ich weiß zwar nicht. Jetzt haben wir Diarrhoe. Ich kotze nochmal. Also es ist Schwachsinn, das Antibiotika zu nehmen. Das nimmt man dann eigentlich nur bei bakteriellen Infektionen, aber nicht bei Fieber. Jetzt haben wir natürlich gleich wieder Hunger. Ich wusste es. Phase 4. Gut, ein Satz mit X, das war wohl nix. Alles klar. Och, Mensch, 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 Mensch. Ich habe gerade gedacht, wir sind tot, ey, weil gestern hatte ich nämlich den Fall, dass ich Alkohol getrunken habe, bin dann umgefallen. Und war hin. 1, 2, 3, 4. So, jetzt haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Was brauche ich noch mal alles für so einen Holzknüppel eigentlich? Holzkeule. Ein Holzbrett und eine Axt. Okay. Wir können uns jetzt ein Shelter bauen. Jetzt eigentlich alle? Nein. Das kleine brauchen wir nicht, wir brauchen nur das große. So. Und jetzt Handwerk. Ah, uns fehlt noch ein Seil. Dann bauen wir noch mal schnell ein Seil. Und dann brauchen wir noch mal 5 von den großen. Genau, jetzt brauchen wir noch mal 5 von den großen. Aber wir brauchen 6 von den kleinen. Dann müssen wir es doch nochmal einpacken hier. Minecraft. Also ich bin da schon echt gespannt, wenn man das mit mehreren Leuten spielt. Langer Holzstock brauchen wir nochmal. Ich muss echt mein Fieber im Auge behalten. Achso, Search, nee. Da stand doch gerade zerteilen.
Ach Leute, das ist schon aufregend hier. Was alles geht, das ist der Hammer. So, Handwerk. Können wir ein Bundel? Können wir. Bundel Holzsticks. 1, 2, 3, 4. Haben wir noch ein fünftes hier irgendwo? Fuck. Ja, dann muss ich einen so mitnehmen. Halt, warte mal. Hier ist doch noch ein Busch. Sei doch nicht so blöd. Jetzt haben wir 5. Popcorn. Popcorn war auch gerade gut. Brauchen wir Mais zu. Eine Maiskonserve haben wir ja. Aha, kann man noch was anderes nehmen? Ein Kochtopf. Und Butter. Ja gut, Butter macht schon Sinn, weil das ist, muss ja Fett. Oh, was so alles geht. Das ist. Ich muss erstmal in das System steigen. So, da ist das Feuer. Man muss erstmal hinter das System kommen. Mit dem Select, jetzt habe ich das auch verstanden. Man muss die Komponenten anklicken, die man haben will, und dann muss man das machen. Oh. Das war wahrscheinlich Zufall, dass ich das vorhin auch so hatte. So. Uncraft. Ja, ich weiß. Gibt auch gleich was zu essen, wenn ich mein Shelter gebaut habe. Interessant, interessant. Auch schade, ich hätte es gerne noch mal umgebaut. Ich würde es gerne in die. Schon eine Drohne. Ich würde es gerne in die Hand nehmen. Hallo, Drohne. Aber habe ich Angst, dass sie schießt, Alter. Ich würde es gerne echt in die Hand nehmen, um zu gucken, wann. Aber ich muss umstellen kann. Das wäre noch cool. Standen da F untersuchen, select oder select all untersuchen. Er macht jetzt auch nicht viel. Mich jetzt gerade gewundert, dass wir das bauen konnten. So viel Draht hatte ich doch gar nicht. Na egal, wir haben auf jeden Fall jetzt hier. Und hier ist noch was zu essen. Wir essen mal ein bisschen was. Alter, wir haben richtig viel Intus an Kohlenhydraten. Wir haben 110 Kilo. Okay, Essenstufe 2. Wir müssen noch mal was futtern. So, jetzt sind wir nur zu heiß. Juti. Guck mal, wir haben alle Vitamine, die wir brauchen, alle Mineralien, die wir brauchen, bis auf das E5. Vitamin E meine ich. So, Zucker ist jetzt nicht so wild. Kohlenhydrate. Bisschen viel Natrium. Aber Aktivität, Kohlenhydrate. Wir machen halt eine Low-Carb-Diät. Ich kann es nicht ändern. Ach ja. So. Knochennadel. Jetzt stellt sich mir nur noch mal eine Frage. Aktions-Search-Steine, nein. Ich will das hier wieder abstellen.
stellt sich mir die Frage, kann ich? Warum kann ich hier nicht schlafen? Untersuchen. Smoke. In Scum schlafen, das wäre. Ob das geht, weiß ich gar nicht. Weil die beste. Die beste Sache ist schlafen. Ob es das. Gibt es da eine Möglichkeit? Ich wüsste, wenn nicht. Das ist nicht möglich anscheinend. Aber egal, wir haben jetzt wieder ein neues Shelter gebaut. Ah, können wir unserem Shelter umziehen. Das ist super. Wir hatten vorher bei B3 ein Shelter und haben jetzt bei B4 an der Ecke ein Shelter. Ja, jetzt ist die Frage. Gehen wir weiter? Wir haben hier halt Hyperthermie Phase 2. Ich kann auch sagen, ich gehe einfach weiter. Ich gehe weiter bis zur Stadt. Wie sieht es mit dem Essen aus? Ich esse mal alles. Und ich muss das natürlich ein bisschen im Auge behalten. Wir essen jetzt einfach mal schnell alles auf. Das sind 33%. Das sollte reichen. Und hier ist halt der Shelter. Wenn wir jetzt sterben sollten, kommen wir hier halt wieder. Aber ich würde sagen, wir müssen einfach weitergehen. Das macht uns keinen Sinn. Und in die Stadt kommen, um Lebensmittel zu kriegen. Medikamente. Da muss es doch bestimmt, da gibt es doch bestimmt ein Krankenhaus oder gibt es auch bestimmt ein, wie nennt sich das, eine Apotheke, um vielleicht Dings zu bekommen. Novalgin oder Ibuprofen. Ibuprofen? Macht das Sinn bei Fieber? Ja, Ibuprofen. Ach, ja, das ist, oder vielleicht irgendwie eine Spritze oder so, aber ich weiß ja nicht, wie realistisch die hier gedacht haben, die Entwickler. Also mit Antibiotika kann ich das schon mal nicht heilen, weil Antibiotika ist ja eigentlich nur eine virale oder eine bakterielle Infektion. Steht ja auch, ich glaube, für Dumme stand sie auch, glaube ich, bei. Bakterielle Infektion, genau. Zeigen keine Wirkung gegen Virale, wie zum Beispiel die Erreger eines grippalen Infektes. Beim grippalen Infekt brauchen wir dann auch wieder was anderes. Dann bräuchten wir dann, was steht hier, warte mal, Wirken. Analgetika wirken auf verschiedene Weise auf das periphere und zentrale Nervensystem. Sie sind zu unterscheiden von Anästhetikern, die das Schmerzempfinden vorübergehend beeinflussen und in manchen Fällen komplett ausschalten. Ja, das sind Schmerzmittel. Wir haben ja keine Schmerzen. Wir haben einfach nur, ja, schlecht geschissen. So, Penicillin. Penicillin ist, obwohl Bakterienarten aufgrund extremen Einsatz von Penicillin entwickelt haben. Ja, es gibt ja auch eine Penicillin-Resistent. Ja, das ist klar. Aber wir latschen einfach mal die Abkürzung. Vielleicht haben wir ja Glück und das Fieber geht von alleine wieder weg. Wir müssen es irgendwann mal irgendwie senken. Wenn ich einen Fluss sehe, springe ich da rein. Dann ist es vielleicht. Da ist ein Zombie. Ich habe gerade gedacht, da wäre irgendwie noch ein Wildschwein oder so. Aber es ist echt cool, wie man allein schon das Wildschwein zerteilen kann. Also, oh, ich bin immer noch geflasht, ey. Na, nicht umfallen. Weil wenn wir umfallen, da ist ein Zombie in der Nähe, dann war's das. Das ist das Schlimmste, was so passieren kann in der Zombie-Apokalypse. Wenn man mal ehrlich ist.
Stell dich einfach mal vor, ihr seid in der Zombie-Apokalypse und kriegt Fieber, fällt bewusstlos um und beim Mitkriegen tut ihr eh nichts mehr, aber irgendein Zombie frisst euch. Oder ihr werdet nochmal kurz wach oder so. Boah, Horrorszenario, ganz ehrlich. Ja. Es ist schon nicht immer einfach. Hagebutten. Hagebutten. Kann man nicht aus Hagebutten? Es muss doch irgendein. Es gibt bestimmt irgendein Hausmittel, was gegen Fieber hilft. Also ich kenne jetzt bis jetzt nur Wadenwickel. Wadenwickel, also nasse Lappen. Aber ich weiß nicht, ob die Entwickler so weit gedacht haben. Vielleicht ist es auch eine Lungenentzündung. Weil, guck mal, unser Blutdruck geht hoch. Die Herzfrequenz. Und die Atemfrequenz ist bei 28. Aber, na gut, dann würde es ja, glaube ich, da stehen, wenn es sowas wäre. Machen wir halt mal kurz ein Päuschen. Weil der Blutdruck und die Herzfrequenz, das ist eigentlich, ja, gut, wir joggen leicht. Aber trotzdem. Wir sind halt krank und da ist auf jeden Fall Wasser. Ich weiß nicht, ob ich da reinspringen kann, ob ich dann am Feuer trocknen muss. Das Problem ist jetzt, wenn ich jetzt ins Wasser springe. Nee, Moment, wir können die Klamotten ja ausziehen. Klamotten aus, ins Wasser, wieder Klamotten an. Dann weiß ich aber nicht, ob sie nass werden. Das ist das Nächste. Oh, hau. Das ist dann das Nächste. Da ist ein Zombie. Ich höre doch hier irgendwas. Aber Scum. Ja. Geiles Game. Geiles Game. Auf jeden Fall. Ah ne, das ist das Wasser. Also ich könnte das mal ausprobieren. Ich könnte das echt mal ausprobieren. Wenn wir dann sterben sollten und wieder spawnen. Dann weiß ich ja ungefähr, wo meine Klamotten liegen. Ich probiere das einfach mal aus. Ich mache hier mal alles zu. Leg die Klamotten mal ab. Rucksack, Dings, das, 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 das. Die Schuhe aus. Das. Die Waffe legen wir hier hin. Was mit dem Helm? Egal, jetzt gehen wir mal kurz ins Wasser. Jetzt eine Lungenentzündung kriege ich natürlich ein Problem, aber das kann man mit Antibiotika behandeln. Das hat es nicht gebracht. Okay, wir wissen jetzt, Fieber sinken, nicht möglich. Durch ins Wasser latschen. Equipped. Equipped, alles equippen bitte.
So, jetzt müssen wir halt nur alles wieder selecten. Quick. Das will ich wieder auf die Null packen. Ich bin so ein Mensch, der das immer gerne auf bestimmten Positionen hat. Pistole ich gerne da drauf. Und Messer. Wobei, warte mal, Pistole stehen wir hier drauf. Messer auf die 4. Gut, dann sind wir auf jeden Fall trocken. Ob es etwas gebracht hat, weiß ich nicht. Wir brauchen auf jeden Fall. Also normalerweise ist ja Ruhe ganz gut, aber ich kann jetzt auch nicht. Ich muss in die Stadt. Wir sind auch fast da. Normalerweise Wadenwickel hinlegen, chillen. Aber man sieht jetzt auch mal hier so einen Nachthimmel. Also ich muss, boah, ich komme da immer noch nicht drauf klar, ey, das ist einfach nur geil. Natrium. Natrium ist auch ganz schön hoch, für 200%. Also Natrium ist, wir sind ganz schön salzig. Wir haben zu viel Salz zu uns genommen. Puh. Kohlenhydrat ist jetzt nicht so wild. Wir haben noch 9781 Kalorien Intake und verbrannte Kalorien. Naja. Gut, dann gehen wir mal weiter.